Nach der Krise ist vor der Krise. Analysen und Alternativen zum Finanzkapitalismus. Unter diesem Motto fand an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg am 24.10.2013 eine wissenschaftliche Konferenz statt. Im Rahmen des Seminars Finanzkapitalismus organisierten die Studierenden unter der Anleitung von Professorin Vera Trappmann eine Tagung. Studentische Beiträge bezüglich Ursachen der Finanzkrise und lokalen Auswirkungen wurden präsentiert und zur Diskussion gestellt. Die Organisatoren verfolgten mit der Konferenz ein bestimmtes Ziel. Das ist Bildung in einem anderen Begriff zu denken, als wir es bisher in der Uni gelernt haben und als es bisher auch die meisten Leute in der Schule gelernt haben. Das ist eigentlich so das Übergeordnete. Also wir sagen einfach, okay, Bildung ist eben nicht irgendwie Konsum und dann mal darauf antworten und dann am Ende eine Hausarbeit schreiben oder eine Prüfung machen, sondern Bildung heißt eben auch irgendwie so das zu teilen und auch Feedback zu bekommen. Äußerst interessant war auch der Vortrag von Professor Peter Reichling vom Lehrstuhl BWL unserer Uni. Es geht jetzt darum zu sagen, sollen Banken Geschäfte, wie sie betrieben haben, betreiben können oder sollte man das vielleicht abschaffen? Und was ich machen würde, ist, ich mache einen Vorschlag darüber, wie zugehörige Märkte für diese komplizierten Finanztitel, wie die ausgestaltet werden könnten, sodass es auch ein funktionierender Markt ist. Zum Abschluss referierte Nico Pech, Wachstumskritiker der Universität Oldenburg, über Wirtschaft ohne Wachstum und richtete abschließend ein paar Worte an die Studierenden. Eine Wirtschaft ohne Wachstum ist machbar. Sie ist zwar nicht zum Nulltarif zu haben, weil wir Genügsamkeit, Sesshaftigkeit und die Befähigung zur Selbstversorgung brauchen. Aber das wäre dann ein Plan B. Das wäre dann quasi die Verbindung vieler kleinerer Rettungsboote, die wir jetzt brauchen, gerade auch in den neuen Bundesländern.